tödlicher Verkehrsunfall auf der B87 bei Eilenburg. Auf der B87 in der Nähe von Eilenburg ist am Montagmorgen ein Autofahrer in den Gegenverkehr geraten und verstorben. Die Unfallstelle ist in beide Richtungen gesperrt. Leipzig. Auf der Bundesstraße 87 bei Eilenburg, knapp 30 Kilometer nordöstlich von Leipzig, ist am Montagmorgen ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber lvz.de sagt, fuhr das Auto gegen 6.20 Uhr in Richtung Torgau, auf Höhe der Ortsumgehung Eilenburg kam der Fahrer aus noch unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden LKW, der Salz geladen hatte. Der Fahrer des PKW wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Identität des Mannes ist noch nichts bekannt. Aufgrund der Bergungsarbeiten ist die B87 an der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt.